Yeah. Zeig mir deine Waffen. Du brauchst auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Und das Handelsfenster zu schließen. Okay. Sehr interessant. Handwerksschema. Mehrscher durch. Okay. Bis dann. Haben wir uns das auch schon mal angeguckt? Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ganz schlau. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Dann wahrscheinlich lieber den Experten. Oh, warte, ich muss hier einmal ganz kurz. Beide Bedeckchen. Ja. Packen. Ich erstmal wieder einfädeln. So blöd, wie das klingt. So. Weil Frau heute mal wieder invalide ist. Wenn mich einmal alles zurecht zuppeln. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Wahrscheinlich nicht. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf.
Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Gut. Tumira und Mislav. Danke. Es so und jagten. Wenn deine aktuellen Quests aus mehr als einem Ziel bestehen, kannst du drücken, um ein anderes zu verfolgen. Okay. Bestie von Weißgarten. Gut. Hauptquest will ich natürlich erst später machen. Machen wir das einmal. Ja, das sind die speziellen Markierungen. Einmal komplett auf die andere Seite. Aber ich glaube, ich würde Plötze erstmal hier lassen. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Nähere dich am Wegweiser und drücke E. Okay. Möchte ich vorerst aber nicht. Ich elend, ich möchte mich hier erstmal umsehen. Ich weiß gar nicht, warum wir hier ständig neue Quests kriegen, neue Tutorials kriegen, wenn wir hier reingehen. So, damit gehe ich jetzt erstes hin. Ich muss ja mal speichern. So. Nee. Okay, so sehen jetzt die Ertrunkenen aus. Komm schon, komm näher. Okay. Was haben wir denn hier an... Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn ausrüsten, wenn du ihn verwenden willst. Weg auf Nützliches. Ich ziehe einen Trank auf einen der dafür vorgesehenen Plätze. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke R, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren. Oder F, um den Trank auf dem zweiten Platz zu aktivieren. So, und was ich nochmal machen wollte. Gut, das kann ich noch nirgendwo ranpacken.
100% gleich mehr. Ah, wir müssen aus den Gaswolken raus, okay. Wirken natürlich Entzündung, Explosion zu verursachen. Das ist natürlich interessant. Das heißt, aus weiter Entfernung da einfach eine Bombe reinwerfen. Und so. Wir machen das jetzt einfach mal so von Ort zu Ort. Und hangeln uns da so quasi lang. Trinken. Oh Gott. So, weiter geht's. So, hier hinten sind Wölfe und ein Deserteur. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für Adrenalinpunkte erforderlich sind. Dies werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Jo, der Kerl hat keinen Kopf mehr. Den haben wir dann noch ein bisschen auseinandergenommen. Die Hose nehmen wir mal mit. Bring das Schwert zu Handwerkern mit entsprechenden Fertigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Diesmal lese ich mir allerdings auch sämtliche Sachen hier durch. Damit ich auch ja genau weiß, was wir hier tun und lassen müssen. Also ich bin ja froh, dass sich nicht allzu viel verändert hat zum... Also vom zweiten bis zum dritten. Das baut hier so ein bisschen auf. Also vielleicht auch speichern. Okay, tote Hasen. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt einsammeln. Eine verlassene Stätte. Oh. Na komm schon.
Okay, weiter. Ich hab schon wieder Krampf. Das ist das Schlimme, man weiß nie, wie man genau sitzen soll. Zumindest nicht, wenn man längere Zeit im Stuhl sitzt. Alles wird auf Dauer so ein bisschen unbequem. Da hinten ist noch ein Viech. Oh. Es ist aber nur ein Wolf. Na, wie lange soll ich noch? Und ein Wolf der Stufe 5 und wir mit einem Schlag. Okay. What? Schwalbe. Was immer die Leute reden, ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Woher kommst du? Ich bin wurde aufgewertet. Super. Guten Tag. Guten Tag. Gesundheit. Mögen die Drachen. Sei gegrüßt. Ja, du ebenfalls. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Okay, den Knüppel verkaufe ich auf jeden Fall. Bei dem kann ich auf jeden Fall Sachen für die Alchemie holen. Die Chance auf kritische Treffer. Bomben. Zwergenschnaps. Kann ich mal gucken. Hat er den? Sei gegrüßt. Den Zwergenschnaps? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was ist das denn hier? Sieben Marta. Unverwendbar. Okay, nee, Zwergschnaps hat er leider nicht. Hätte hier sein können. Aber dann braucht man anscheinend hier auch wieder für Alchemie wieder Tränke. Also den Alkohol. Ah, war doch richtig. Ach Gott, da musste ich kurz diesen. Schicke Hose. Okay. Was gibt's hier sonst noch? Okay, gehen wir immer noch komplett darunter. Mögen die Götter dein Werk sehen. Ja, bestimmt. Bestimmt werden sie das.
Verdammt, bist du hässlich. Okay, Necker. Boah, ich denke die ganze Zeit, ich kann mit der rechten Maustaste kämpfen. Wie noch in den anderen Witcher-Teilen. Die hauen aber rein. Gott, wir haben gleich unseren ersten Tod. Ha! Und das auf einfach. Das auf einfach. Naja, wenigstens haben wir hier ne? Aber kann ich nicht auch schnell speichern? Geht das nicht irgendwie? Schnell speichern, F5. Okay, es ist bei F5 geblieben. Ach, gut. F5 wird meine Taste. Und hier ist wieder ein Neckar. Na gut, ist aber auf Stufe 6, ne? Auf Stufe 6. Ich glaube, die sind zu hart für uns. Der läuft doch der Kopf. Also. Da läuft doch der Kopf, ha? Da rollt noch der Kopf. Da vorne ist noch ein Gollum. Ich bin immer noch der Meinung, die sehen genauso aus. Wo wollte ich denn hin? Ich würde da hin. Serie gibt es auf jeden Fall en masse. Oh, ein Warg.
Wachhund. Den sollte ich wenn möglich nicht töten. Warte. Die haben tatsächlich Menschen umgebracht. Irgendwas dabei. Wo nehmen wir mal mit? Nur mehr Wulpes. Also man kann nicht sagen, dass sie auf einfach schwach sind. Das kann man definitiv nicht behaupten. Wir werden hier bestimmt auch einige Male sterben. Nicht der tote Frau. Oh. Nacht. Oh, das gefällt dir. Ja. Wie geil. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Knüppel brauche ich es vielleicht nicht unbedingt. Charakter will ich nicht, Meditation will ich nicht. Restöl, Nekrophagenöl. Ekima-Blut. Wenn ein zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Okay. Verwendet. Wir brauchen tatsächlich für vieles auch wieder Alkohol. Das haben wir aus dem ersten Teil wieder zurückgeholt. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ist jetzt halt nur eine Ein riesengroßes Umgewöhnen. Uff, da. Ja, wie gesagt, wir schleichen uns jetzt hier so einmal drumherum. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ach, Orte der Macht gibt's auch wieder. Wie cool. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Drücke Rücktaste und rufe das Charakterfenster auf, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Okay.
Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du hast Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben. Oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit rechter Maustaste darauf. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit der rechten Maustaste. Achso, hier. Die Mutagene. Okay, das ist allgemein, das ist Alchemie, das ist Zeichen. So, mir wurde ja wärmstens empfohlen, auf Quen erstmal zu gehen. Deswegen werde ich das wohl erstmal machen. Damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitenplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Zieh die erworbenen Fertigkeiten mit der Maus auf einen der freien Plätze. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Das ist, ja, semi-gut, aber passt schon. Oh Gott. Es wird ein aktiver Schild erzeugt, dessen Aufrechterhaltung und das Blocken von Kostenausdauer vom Schild absorbiert das Schaden. Ah, okay, das war das hier. Okay. Sehr gut. Das ist, dafür muss ich mindestens Stufe 6 sein, wie ich sehe. Wird lustig. Super, was kann ich denn mit den Mutagenen machen? Ach, die Mutagene kann ich dann da in die Seiten einsetzen, glaube ich. Du hast ein Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absolut herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Oh, die Welt sieht einfach großartig aus. Vielleicht kann ich jetzt auch endlich mal das Spiel ordentlich spielen. Ohne Ruckler. Und ohne anderes. Soll ich mich einmal komplett runterfallen lassen? Boah, ich kleiner Buken hier unten. Ich finde es immer so beängstigend, wenn einfach nichts passiert. Magie. Ein Ort der Macht. Oh. Aber mit einem fetten Bären. Wow. Meister Petz ist ein bisschen sehr launisch.
Obwohl, es war kein Silber. Da es ja ein Bär war. Wäre jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Monster. Das hier ist jetzt für Jirben, ne? Und wir haben wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten.